Willkommen zu einem neuen Video. Wie versprochen, wieder mit Facecam am Start, nach ziemlich langer Zeit, glaube ich sogar. Und ja, wir legen direkt los. Wir spielen nämlich heute die Boat Glide MLG Challenge. Gewinne eine Runde, in der du zwei Boat Glide MLGs gemeistert hast. Ja, nicht, weiß ich, ich kann es jetzt noch nicht einschätzen, wie schwer es wird. Ich gehe mal in eine Achterrunde rein. Da, so. Das Problem ist halt, ich habe die Boat Glide MLGs gemacht und ja. Gut, von dem her probiere ich jetzt mal mein Bestes. Ich habe gerade eine Runde zum Testen gemacht. An sich weiß ich natürlich, wie er funktioniert, aber ich fand ihn nie sinnvoll. Ja, weil das immer so ewig dauert. Aber wir probieren es. Auf jeden Fall müssen wir zwei Stück schaffen. Und jetzt habe ich schon vergessen, ich musste noch die Runde dazu gewinnen. Oder dann muss ich die noch gewinnen. Ich vergesse sowas immer, das ist so schlimm bei mir. Ja, gut. Wir werden einfach die zwei machen und dann natürlich easy Runde gewinnen. Ich denke, das sind gute Voraussetzungen. Die Blast Protection brauche ich im Endeffekt jetzt nicht. Ich ziehe mal die Rüstung an. Ich werde mich gleich dann direkt hochbauen. Und versuchen dann in die Mitte mich zu Boat gliden. Das nehmen wir dahin, dahin. Gut, dann bauen wir uns direkt hoch. Das kann weg. Zack, zack. Ja, wer Boat Glide MLG nicht kennt, ich denke, den kennt jeder von euch. Falls nicht, man baut sich hoch und dort platziert... Oh, alles klar. Dort platziert man dann ein Boot, mit welchem dann man eine gewisse Strecke gleiten kann. Ja, eigentlich recht simpel. Wir gucken mal, wir gucken mal. Wir kriegen das hin. Zack, 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 zack. Auf. So, ja. Sonst, mich freut es, ja, das Konzept einigermaßen... Oh Gott. Nein, hör auf. Bitte. Okay, der hat aufgehört. Mich freut es, dass ihr es gut findet, dass ich auch im Nachhinein noch andere Runden spiele. Wie gesagt, das wird jetzt nicht bei jeder Challenge kommen. Gerade bei so einer hier kann ich mir vorstellen, dass ich sehr viele Feldversuche haben werde. Und diese tue ich dann mal gerne rein. Ich wollte schon sagen, wo ist mein Boot hin? Okay. Ich hoffe, die Höhe reicht. Das kann man eigentlich wieder entfernen. Nein! Oh Gott, ich habe schon gedacht, scheiße, das geht in die Hose. Oh! Okay. Das, also, wenn das jetzt nicht Glück war, dann weiß ich nicht. Das Problem ist jetzt nur, mein scheiß Boot ist kaputt. Und ich brauche ein neues. Ich muss den erstmal killen hier. Der killt mich. Ja. Okay. Gut, beim nächsten Mal muss ich darauf achten, dass das Boot nicht kaputt geht. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Gut, nächster Versuch. Okay, nun auf der Map Marsien. Vorteil an der Map ist, dass sehr viel Fläche da ist. Das heißt, ich habe sehr viel zum Landen. Ich muss dringend darauf achten, dass ich auch rechtzeitig aussteige, dass ich nicht am Fallschaden sterbe. So, looten tun wir trotzdem nochmal alles. Schadet ja nicht, weil wir müssen im Endeffekt ja noch kämpfen. Können. So, das ist nicht schlecht. Das nehmen wir auch alles mit. Okay, brauchte ich jetzt, glaube ich, nicht. Dann sorgen wir mal den Müll. Das kann weg, das kann auch weg, das kann weg, das kann weg, das behalte ich. Okay, dann auf direkt. Ich würde sagen, hier hochstecken. Die Frage ist, so hoch muss ich den ja nicht mal machen. Reicht jetzt, wenn ich von hier darüber mich Boat Glide MLG hier. Ich hoffe, hier entdeckt mich keiner und versucht mich runterzuschießen, weil ich bin hier so ein bisschen am Präsentierteller. Na super, aber ich habe eine Spitzhacke. Oh, okay. Baut dich ab. Zack, Druckplatten hin, Wasser und... Wo ist mein Boot? Da ist mein Boot. Auf der Map gibt es kein Holz. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwerer. Das fällt mir gerade nur so auf. Okay, ich habe es geschafft. Bin auch rechtzeitig ausgestiegen. War es im Boat Glide MLG kein toller, aber ich habe ein kleines Stück zurückgelegt. Das Problem ist jetzt, ich habe aber Holz. Okay, wir müssen uns jetzt beeilen. Ich habe das Gefühl, ich werde hier gleich irgendwo einfach weggesnackt von irgendjemandem. Ja, ich bin hier echt ein bisschen... Das ist ein Nachteil hier. Boot. Okay, Boot. Hochbauen. So, Boot hätte ich behalten sollen. Man, was ich hier tue, ist echt so... Ich wundere mich auch, dass hier mich niemand dafür punisht, dass ich hier einfach, ja, irgendwelchen Unsinn mache. Da unten kämpfen die. Schön. Okay, das reicht, denke ich, an Höhe. Okay, einfach in die Mitte gleiten. Ich denke, das ist dann okay. Okay, Druckplatten. Zack, 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 zack. Zack, zack. Okay. Auf. Ich habe doch zwei Stück gemacht. Wieso habe ich die Challenge nicht geschafft? Ich habe es mir nämlich schon fast gedacht. Das war nämlich wahrscheinlich nicht hoch genug. Ja, weil die waren ziemlich billig. Okay, ja. Ich werde nochmal ein Boot machen. Der eine ging ja sogar. Ich habe ja sogar Fläche zurückgelegt. Wieso mache ich jetzt noch einen Crafting Table? Ich mache mir einfach jetzt mehrere Boote. Machen wir jetzt noch einen. Machen wir jetzt auch einen gewagteren. Levania, wir wollen es jetzt hier uns nicht zu einfach machen. Im Endeffekt könnte ich eigentlich da hochstecken mich irgendwie und von dort aus machen. Könnte ich eigentlich machen, dann irgendwo hin. Ja, mache ich einfach mal. Mitte hätte man auch looten können. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt schon einer war. Okay, auf. Wir haben genug Blöcke. Wir leben noch. Kaum. Was ist denn in Mitte? Also Marsien geht eigentlich immer Action ab in der Mitte. Das heißt, man hat nie irgendwo Ruhe oder sowas. Und
Ja, mich hat kein einziger angegriffen bis jetzt. Als wäre ich unsichtbar. Okay. Auf, hoch, hoch. Die Maschine ist einer. Okay, vor dem muss ich Respekt haben. Okay, wir sind ganz oben angekommen. Also. Hochbauen. Ich habe keinen Wassereimer mehr. Ja, super. Kann ich das Boot trotzdem platzieren? Ich hoffe. Falls nein, bin ich ein Idiot. Oh. Ich glaube, das ist so echt zum Mäusemelken. Ich glaube, ich habe die Runde ziemlich verschissen. Da bin ich mir recht sicher. Oder kann ich das so platzieren? Kann ich sogar. Okay. Wir essen. Ich habe aber auch nichts zum Abfedern mit Wassereimer notfalls. Eieiei. Okay. So, F5 natürlich. Und dann rechtzeitig rausspringen. Ja. Wieso war das keiner? Achso, ich muss die Runde ja noch gewinnen. Irgendwie, manchmal zweifle ich an meiner eigenen Intelligenz. Das ist, ich bin manchmal so unaufmerksam bei solchen Sachen, das ist unglaublich. Gut, ihr habt dann 3 gehabt, guck mal, wir haben, das war geplant. Alter, wie weit hab's liegen hier? Scheiße. Ich habe euch gerade ein bisschen verarscht, weil ich wusste das, ich wollte so ein bisschen lustig sein. Zack, zack. Okay, wir sammeln jetzt einfach stupide Dutzende Items auf. Hier war doch irgendwo noch die Rüstung. Wieso liegen hier so viele Items, Mann? Was ist denn hier los, bitte? Irgend so ein Massensterben fand hier statt. Können wir noch anziehen. Dann haben wir hier Hose. Haben wir noch eine bessere Brustplatte. Okay, keine Ahnung, wer das donated hat hier. Oh. Ist mir lieber. Macht zwar ein halbes Herz weniger Schaden, aber Fire Aspect 2. Ja, kann schon ziemlich hurten. Habe ich irgendwo Pfeile? 4 Stück habe ich. Okay. So, 2 Spieler leben noch. Die holen wir uns. Wo sind die denn? In der Mitte war da überhaupt einer? Bestimmt. Also, wenn ich da jetzt volle Truhe in der Mitte habe, dann stimmt irgendwas nicht mit der Runde. Okay, da haben wir einen, der ist sehr gut equipped. Habe ich mir schon fast gedacht, bei so wenig Leben dann noch. Ja, Feuerzeug brauche ich im Endeffekt nicht. Ich werde einfach sehr passiv spielen gegen den. Oh. Okay. Das ist einfach... Alles klar. Die Mitte ist einfach komplett ungelootet. Einfach komplett, wirklich. Weil der hatte auch noch nicht Full Dia und wieso hat er dann nicht genommen? Der hat mich auch... Sehen die mich wirklich nicht? Jetzt mal ganz ernsthaft. Aber... Hä? Verstehe ich nicht. Driften ist sehr schön. Den snacken wir uns direkt. So, so, so. Okay. So, dann suchen wir den jetzt mal. Wo bist du? Diese Richtung? Ja, in dieser Richtung. Der Nightskiller. Die Maschine lebt leider nicht mehr. War doch nicht so maschinerisch. Oh, die haben gekämpft. Ich werde einfach die Runde gleich gewinnen, ohne einen einzigen getötet zu haben. Alter, liegen hier Items. Okay. So, wo bist du? 13 Blöcke. Alter, was ist denn hier los, Mann? So, so. Der hat Unsichtbarkeitskit. Der hat Unsichtbarkeitskit. Wenn ich ihn zum Brennen kriege, dann... Wo ist der? Da unten. Scheiße. Hör auf wegzurennen! Der mit seiner blöden Unsichtbarkeit. Nein, ich gehe in die falsche Richtung. Ja. Der verarscht mich bis zum geht nicht mehr. Hör auf! Da ist er. Okay, jetzt brennt er zum Glück. Jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. Jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei. Kollege, jetzt ist vorbei, ich sehe dich. Ah, da zieht er seine Rüstung an. Okay, das war voll, sah so wie Killer aus, so einer hier. Okay, ja, Challenge gemeistert, oder? Mir wurde nicht angezeigt, dass ich die gemeistert habe. Wieso habe ich die nicht gemeistert oder habe ich die gemeistert? Wir lesen es nochmal durch. Gewinne eine Runde, in der du 2 Boatglide MLGs gemeistert. Habe ich das am Anfang ausgewählt? Ausgewählt? Mit MLG ausgewählt. Verstehe ich nicht. Wurde es mir angezeigt, dass ich sie geschafft habe? Ich glaube, nein. Hä? Okay. So, ich habe gerade eben nachgeguckt. Ich hatte die Challenge wirklich geschafft, nur die Einblendung war nicht da. Keine Ahnung, wieso. Hatte ich bis jetzt auch zum ersten Mal. Werde ich gleich noch weitergeben. Aber an sich, ich habe nachgeguckt. Es haben auch schon 1500 oder sowas die Challenge geschafft. Von dem her, ja, funktionieren tut sie. Ich hoffe, ich habe alles ausgewählt. So, wir spielen noch eine andere. Otto, ich nehme auf. Oh. Jetzt denkst du, wieso ich in einem scheiß Aufnahme-Channel bin? Ja, keine Ahnung. Du bist ja schon ewig drin. Otto, ja, ohne Witz. Ich habe gerade aufgenommen und ja, schon wieder hat was nicht mit den Challenges funktioniert. Ja, was denn? Hä?
Ja, ich habe gerade die MLG Boatglide Challenge gemacht. Habe ich dir doch eben erzählt, dass ich das aufnehmen will. So, ja. Ich habe die gemacht, ich habe sogar 3 Stück gemacht und ich habe die Challenge trotzdem nicht geschafft. Und ich habe dir eigentlich oft genug vorher gesagt, dass du bitte alle Challenges durchtesten sollst. Meinst du, ich habe die getestet, was willst du denn? Ja, die hat aber nicht funktioniert. Ich habe es auf Aufnahme. Ja, hä? Was hat das denn jetzt mit mir zu tun, Mann? Ja, du richtest die Scheiße ein. Also ja, muss es doch funktionieren. Ich richte alle Nachrichten und so weiter, aber das funktioniert, hä? Wir haben das... Du weißt ganz genau, wir haben das oft genug... ohne Witz, Otto, es ist ja nicht schlimm, ich bin auch nicht böse auf dich, aber jetzt brauchst du dich nicht irgendwie rausreden. Das ist einfach, du sollst dich drum kümmern, habe ich gesagt, und dann machst du es auch bitte. Hä, was willst du denn jetzt? Wie denn, ich soll mich drum kümmern? Ich habe mich drum gekümmert. Nein, hast du anscheinend nicht, weil es nicht funktioniert hat. Alter. Otto, du brauchst jetzt auch nicht auf vielleicht Leos oder irgendwas zu machen. Ich meine das auch jetzt nicht böse und will dich nicht fertig machen, du machst gute Arbeit, aber... Ich glaube, es ist nicht zu viel verlangt, dass wenn ich die Challenges dir sogar ankündige, dass ich aufnehme, dass die dann auch funktionieren. Oder? Ja, oder findest du das jetzt zu viel verlangt? Nein, das ist nicht, aber du bist nicht böse auf mich und bist so richtig pissig. Was ist denn los? Ich bin, natürlich bin ich pissig. Ja, weil ich die komplette Aufnahme machen muss wegen dir. Ja, dann mach sie halt neu. Ist das dein Fall? Ja, klar, ich werde es auch neu machen, aber es ist trotzdem scheiße unnötig. Ja, aber du musst ja nicht gleich so pissig sein. Sag's doch ganz normal. Ja, hab ich dir doch nochmal gesagt. Und ja, also, Otto, wenn du keinen Bock auf die Scheiße hast, weil ich habe das Gefühl, du hast einfach gar keine Lust, das überhaupt einzustellen. Ja, mach doch neu, ist doch egal, wenn's nicht klappt. Bla. Das ist doch nicht den Standard, den wir liefern wollen. Ist es dein Ernst, Mann? Okay, Otto, ist es okay. Ich hab dich nur ein bisschen verarscht. Es hat alles geklappt, nur die Einblendung hat nicht funktioniert. Ey, dein fucking Ernst, Mann. Leute, ich denke, das ist ein kleiner Extra. Du nimmst doch noch auf, was ist denn das hier? Ja, natürlich, ich bin mal auf dem Schild. Du bist so ein Schwein. Ich hab die Aufnahme einfach laufen lassen. Ja, Leute, wenn euch gefallen hat, das kleine Extra hier, der Otto, ja, sei nicht böse, kleines Otti. Bisschen toller Admin. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst einen Daumen hoch für den Otto da. Stimmt's, Otto? Naja. Naja. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss. Otto, sag noch Tschüss. Tschüss.